Moin Moin und willkommen zurück bei Timberborn. Unser Damm ist fast fertig. Oh, ich bin so gespannt. Also unser Deich. Im Normalfall müsste das dann ja gleich alles zugeflutet werden, so wie ich es jetzt schon dreimal durchgegangen bin. Oh, guck mal, grüne Fläche. Ja, hier der Gote, Dorfzentrum näher ranbauen. Wäre wahrscheinlich eine Option. Ich könnte natürlich aber auch die Dinger näher ranbauen, ne? Warte mal. Wird das doch so rum auch machen, oder? Dann hier mit dem Pfad einfach rein? Ah, die Reichweite passt nicht. Ah, zumindest fällen sie jetzt hier ein paar Bäume. Dann fällt doch noch mal ein paar mehr hier. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. So. Die fällen. Perfekt. Ich würde mal sagen, wir starten jetzt hier unser großes Bauprojekt an. Und schau mal, ob wir damit alles umbringen oder ob das funktioniert. Ich hoffe natürlich auf Letzteres. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich jetzt vertan habe und Madrix recht hatte. Angst. Das Ende ist kurz und schmerzlos? Oh. Mach mir nur Mut. Oh, es läuft, es läuft. Oh. Das Becken füllt sich. Becken füllt sich. Okay. Fluss ist noch nicht, ist nicht gekappt. Oh, der läuft hier über die Seite. Ja, das wollen wir ja auch nicht. Nice. Und sie machen es dicht. Sie arbeiten am letzten Baustein. Also vorletzten, wenn der jeden noch mitzählt. Oh. Macht es dicht, macht es dicht. Vorhin habe ich dann nicht mal wieder Holzscheite für andere Projekte über. Tore, du wolltest ins Bett. Immer mit deiner Aufmerksamkeit hier, ne? Aber du wolltest es doch sehen. Es läuft. Gut. Und Madrix, bis zur nächsten Dürre. Dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Ich bin zuversichtlich, dass wir es nicht haben. Kann mich natürlich aber auch täuschen. Damit du einschlafen kannst, brauchst du einen Biber, der nach dir benannt ist. Okay. Welchen Job hättest du denn gerne?
Dann können wir das noch machen. Okay, hier. Der hier musste noch auf jeden Fall noch dicht. Beziehungsweise theoretisch würde da jetzt ein Deich wahrscheinlich auch seinen Job erfüllen. Es schwappt doch nirgendwo über, ne? Bauarbeiter? So, guck mal. Du bist ein fleißiger Bauarbeiter. Wunderschön. Wunderschön. Gibt zu, das hier sieht irgendwie komisch aus, aber scheint keine Probleme zu verursachen. Die laufen mittlerweile auch. Schön. Papier machen wir auch schon. Wir machen Fortschritte mit allem. Komm, gehen wir nehmen mal Prio. Sobald er fertig ist, haben wir ein Gesamtnetzwerk hier. Mit PS. Sehr schön. So, ich müsste hier nochmal Wasserräder hinkriegen. Sache, wenn ich glaube, das macht mit Fluss begradigen vielleicht am meisten. Ah, nee, ich wollte ja mit einer Windmühle arbeiten. Stimmt. Ich wollte mit einer Windmühle arbeiten. 400 PS. Hau raus. Nice. Stelle ich die denn jetzt mal hin? Kann ich die hier oben direkt mit hinstellen, ne? So, und da dran. Schmelzerei. Und die muss ich noch mit dem Getriebe verbinden. Muss ich da jetzt auch einen Weg hinbauen? Ich mach's einfach mal. Oh. Das wird natürlich ewig brauchen, bis es fertig ist. Altmetall, du sammelst Altmetall? Okay. Das heißt, unser Altmetall läuft tatsächlich hier. Schön. Also eigentlich müsste ich jetzt noch dafür sorgen, dass wir hier eine eigene Holzproduktion hinkriegen. Theoretisch bietet sich diese Fläche hier oben ja an, aber dafür müsste ich natürlich erstmal hier hochkommen. Anständig. Ja, das hier oben ist eigentlich mit die schönste Fläche, die ich für Holz nutzen kann. Ich muss dafür aber definitiv den Weg hierher kriegen. Das heißt, als nächstes müsste ich die Dinger hier fertig machen. Damit wir hier den Weg rüber haben. Ah, ist aber auch doof. Gehört natürlich auch eine Treppe hier hoch. Ich könnte auch eine Treppe hier hoch machen. Und dann können wir da oben die Fläche nutzen. Es geht vielleicht schneller.
Holz. Teller. So, dann muss ich hier nochmal den Bereich einzeichnen. Und die Forstwirtschaft festlegen. Ah ne, brauche ich die Forsthütte noch. Förster? Da noch hin. Und dem sag ich, dass ich gerne was hätte. Birken wachsen schneller und geben einen Holzscheit. Das schafft nicht. Kiefer wächst 30% langsamer, hat aber 100% mehr Ausstoß. Und theoretisch kann man sogar sammeln, okay. Na, die Diät kann ich wieder abreißen, das macht keinen Sinn. So. Das ist jetzt wieder ein Abwarten, Tee trinken. Ich habe jetzt hier alles vorbereitet, dass ich... hier oben mein eigenes Holz machen kann. Kriegst du mal Prio hier die Treppe und dann gehen hier die Arbeiten ganz normal weiter. Wir werden jetzt auf jeden Fall heute nochmal bis zur nächsten Dürre. Die Map, die empfohlen wurde, hier, Plains. Wir werden jetzt hier heute noch einmal so weit machen, dass die nächste Dürre da war. Oh, guck mal, das Ding funktioniert ja jetzt endlich. Das heißt, wir haben hier oben bald noch unsere eigenen Wasserpumpen am Laufen. Das heißt, hier oben kann noch ein großer Wasserspeicher hin. Bewässert das umliegende Land? Oh. Wässerungsturm, das heißt, ich könnte damit wahrscheinlich noch mehr Land fruchtbar machen, ne? Zum Beispiel habe ich hier oben recht viel Fläche, die ich für Landwirtschaft nutzen könnte. Könnte mal. Oh, es ist alles angeschlossen, ne? 550 PS haben wir momentan an Versorgung. Nice. So, diesen Bewässerungsturm würde ich gerne mal ausprobieren. Cool. Geht nicht, weil da Bäume sind oder was? Hier geht. Aber mal gucken, ob das funktioniert hier, ne? Wir haben... unser Essen wird knapp. Das ist nicht so geil. Also ich baue auch gar keine Wohnhäuser mehr. Weil... mir werden die Biber zu viel. Zweite Wasserpumpe am Start. Geil. Da kommt hier noch ein großer Wassertank hin hier oben.
So. Hier oben ist auch noch ein Lagerhaus. Also das Problem ist, ich produziere echt gut an allem gerade. Ich brauche mehr Lagerfläche. Das heißt, ich brauche auch da wieder viel Baumaterial für. Also tatsächlich, ich muss ganz schön viel abwarten. In 3 Tagen ist die nächste Dürre. Nicht, dass ich das gut finde, aber das ist natürlich ganz praktisch, damit ich einmal sehe, wie sich das ganze Wasser hier verhält. Irgendwann werden die Sachen hier mal fertig gebaut sein, weil ich produziere hier alles davon, ne? Ah, aber Getriebe müsste ich hier erstmal hinliefern. Getriebe müsste ich da erstmal hinliefern. Ach, das Route hinzufügen. Kann ich noch einen weiteren? Eine weitere Abgabestelle hier hinpacken? Okay. Dann bringe ich da jetzt nämlich Planken hin. Nee, hier, wo ist das Verteilzentrum? Dort. Route hinzufügen. Da. Getriebe. Okay. Dann haben wir die Getriebe auch schon mal nach oben geliefert. Papier muss auch hier hoch. Papier muss auch hoch. Papier. Gute. Papier. Okay. Haben wir. Läuft. So, ich bin jetzt auf die Dürre gespannt. Nach so, wie ich es in meinen Plänen mir vorgestellt habe, dürfte eigentlich alles laufen. Einen angenehmen Restabend, der Gote. Wir sind ja tatsächlich auch deutlich näher am Ende des Streams als am Anfang. Oh, entweder sterben gleich alle oder es geht auf. Gut, mein Hauptproblem ist ja aktuell, glaube ich, Nahrung sogar. Ich habe meine Nahrung nicht gut im Griff. Okay, es geht gleich los. Dann wird das hier wegfallen. Problem ist, der Damm hier ist noch nicht fertig. Das heißt, alles, was ich hier oben gerade schön habe, ist gleich ziemlich weg. Hier der See, der könnte noch funktionieren. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das habe ich soweit auf jeden Fall erwartet. Hier sieht es genauso aus, wie ich es auch erwartet habe.
Okay. Läuft tatsächlich genau nach Plan. Ihr könnt hier fleißig leer lutschen. Perfekt. Jetzt sammelt sich natürlich auch noch einiges. Aber das könnte ich jetzt, glaube ich, mit einem Deich so regeln, dass es noch abfließt. Oh, der Turm ist fertig. Ach, schön. Diese Wassertürme finde ich ist eine geile Idee. Erstmal muss ich das Holz hier oben loswerden. Das heißt, ich mache hier nochmal ein Holzfäller-Hähnchen hin. Und markiere mal hier den Bereich. Okay. Der kam nämlich weg. Aber immerhin Dürre, auch wenn die jetzt 7 Tage andauert und das Wasser, müssen wir uns, glaube ich, gar nicht so viele Sorgen machen. All unsere Pumpen haben noch genug Wasser zu, haben noch genug Wasser zum Rausholen. Ja. Perfekt. Ja, diesen Weg hier sollte ich jetzt mal priorisieren, tatsächlich. Ich hätte mich gern den Damm hier hinten. Der wäre mir noch wichtig. Der andere Kram ist nicht ganz so wichtig. Aber haben wir den Damm hinten nochmal geregelt. Die Bibers machen ihren Job. Da muss natürlich noch ein Pfad rüber. Ich sehe es schon. Guck mal, sind sie doch hier schon mal fertig. Geht's auf Rot? Aber könnte ich hier nochmal... Also ich könnte hier ein richtig schönes Wegenetz bauen. Dann würde man hier überall besser hinkommen. Hier oben die Fläche, die reizt mich immer noch ziemlich für Holz. Das dürfte auch funktionieren, ne? Schon. Ist unser Wegenetz schöner. Und wenn die hier fertig sind, müsste ich doch die Fläche hier oben wunderbar nutzen können fürs Holz. Na? Ja. Beziehungsweise irgendwie bevor ich das für Holz nutzen kann, brauche ich hier erstmal mehr Grün.
Das ist natürlich wahr. Aber dafür könnte ich natürlich grundsätzlich diesen Darm, beziehungsweise Deich, den ich hier gebaut habe, wo wir jetzt ewig drauf gewartet haben, bis er fertig ist, auch hier aufbauen. Dann hätten wir hier Wasser. Dann würde hier ein Großteil der Fläche dauerhaft grün bewässert sein, glaube ich. Theoretisch. So, unsere Baustellenbiber gehen hier recht weit. So, allgemein, was sagt unser Wasser? Global, wir haben noch 500 Wasser auf Lager. Ja, unser See verliert an Höhe. Hier ist soweit alles in Ordnung. Gut. Läuft. Das heißt, ich kann mir bald mal Gedanken drüber machen, wie wir hier was reißen richtig. Das Grundkonzept vom Spiel habe ich schon mal verstanden. Das ist schon mal das Wichtigste hier. Planken fertig. Ich habe jetzt überall genug Planken. Das ist geil. Oh! Da fehlt nur noch ein Getriebe. Ich gebe dir mal Priorität. Oh, da bin ich. Da sehen wir auch nochmal die Windmühle in Betrieb. Dürre geht auch nur noch 2,5 Tage. Alter, unser Essen geht runter. Oh! Ich befürchte, dass uns ein paar Leute verhungern werden. Das heißt, ich muss mich auch definitiv um Nahrung kümmern. Allerdings wäre das auch gut was. Für einen anderen Mal. Muss ich auf die To-Do-Liste schreiben. Essen. Das war also, stell dir mal vor, wenn hier oben das Metall weg ist. Wäre es eine richtig schöne landwirtschaftliche Fläche. Legt mal irgendjemand bitte das letzte Getriebe. Ach so, wahrscheinlich nicht. Weil wir keine Getriebe produzieren in der Dürre. Ja. Das ist das Problem hier. Getriebe setzt. Oh! 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 Spannend! Das Wasser, was wir hier haben, ist jetzt aufgebraucht. Unsere Pumpen kommen hier noch ran. Okay. Das ist richtig, Matrix. Das ist richtig. Dann könnte ich einfach ablassen, ne? Ja. Aber ich wollte ja sowieso eventuell dieses ganze Konstrukt nochmal hier irgendwie aufbauen, dass ich hier hinten um die Fläche noch auf grün kriege. Und dann würde ich das vielleicht tatsächlich mit Schleusen aufbauen. Kosten die mehr? Ich glaube, ich habe hier eine Viererhöhe.
Das heißt, müsste sowieso noch ein bisschen mehr dazu sammeln. Türe beendet. Jo. Danke, danke. Dürfte gleich mal Wasser nachkommen, ne? Muss ich auch aufpassen, wenn es hier rüber schwappt. Landet es in meinem Dorf. Oh, vielen Dank fürs Follow. Und deine ganze Unterstützung jetzt gerade. Du hast also... Ich glaube, ohne dich wären wir jetzt gar nicht erstmal hier angekommen. Das glaube ich. Allein diese Info mit dem Verteilzentrum war ja Gold wert. Ich glaube, ich muss sogar noch einen höher. Dann die Dreifachschleuse. Ja. Verstehe ich das richtig, Dreifachschleuse? Macht es Sinn, davon mehrere nebeneinander zu setzen oder eine für alles? Überflutetes Gebäude hatte mit... Wo stand da gerade überflutetes Gebäude? Warum? Hier. Oh. Ah, immer wenn ihr hier was baut. Ach so. Aber sobald das hier fertig ist, habe ich ja einen konstanten Fluss. Ja, das regelt sich von alleine ein. Oh, die Leute verhungern. Und ich baue hier an solchen Spielsachen rum, ne? Thank you.
Wow. Wow. Ich brauche landwirtschaftliche Fläche. Die Leute verhungern mir. Das ist streng genommen nicht so geil. Oh, hey, die Windmühle läuft. Das ist schon geil. 200 PS. Geil. Ja. Ich hätte gerne... Essen. Die Fläche hier würde sich auch noch anbieten für Landwirtschaft, wenn ich mich recht... Wenn ich mich jetzt täusche, guck mal, ist auch schöne, große Fläche. Für Landwirtschaft. Ich muss mich um Essen kümmern, das ist schrecklich. Einfach mal, dass ihr hier fertig werdet gleich mal, ne? Das schwappende Wasser ist nämlich nicht so geil. Schon wieder überschwappt. So, ab jetzt müsste das Schwappen vorbei sein. Eigentlich. Es kommt jetzt nur noch geregeltes Wasser runter. Aber ich brauche Lebensmittel. Das heißt, ich werde vielleicht mal auf normale Geschwindigkeit gehen. Und mir Gedanken zu essen machen. Ach, hier ist eine schöne Fläche. Aber die ist natürlich schön weit weg. Richtig weit weg. Das Wasser hier trotzdem noch? Das ist hier noch nicht so geil. Lebensmittel. Blaubeeren. Ich könnte Blaubeeren nehmen. Aber Karotten machen die Leute glücklicher. Also ich habe ja hier eine riesen Menge Blaubeeren, ne? Könnte ich da noch mehr hinsetzen? Die Holzfällerhütte weg. Also Holzfäller fahren ist es ja nur. Wir brauchen Förster hier, damit das funktioniert. Dann soll es so sein. Kann ich hier Sammler wegnehmen? Genauso wie die... Oh ja!
Dann kann ich nämlich hier die Landwirtschaft verlängern. Also jetzt im ersten Moment. Weil dann haben wir hier quasi Kulturblaubeeren. Machen wir die hier nochmal weg. Der Optik halber. Perfekt. Kulturblaubeeren. Ganz lange Sicht haben wir dadurch wahrscheinlich mehr Essen. Die Fläche hier könnte ich auch noch. Oh. Ich müsste hier auch noch Wasser hinkriegen. Könnt mir hier einen kleinen Flussarm reinsprengen später. Oh, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich komme ja noch nicht an Sprengstoff. Unsere Sprengstofffabrik braucht nämlich Metallblöcke. Und die Metallblöcke kommen aus dieser Schmelzerei. Die braucht Getriebe. Ich brauche gerade sehr viele Getriebe. Oh, ich kann dich ja wegreißen hier. Die brauche ich ja nicht, glaube ich, ne? Nö, weg. Produziert ihr oben hier aber schon mal euer eigenes Holz quasi. Nicht viel, aber ein bisschen. Gut. Also insgesamt. Es gibt ja so ein paar Dinge, die ich noch tun müsste. Die Lebensmittelversorgung wäre eine von den wichtigen Dingen, die man regeln muss. Aber ich glaube, jetzt im ersten Moment können wir auch. Ich würde für heute Feierabend machen. Hat sich gelohnt. Spiel macht Spaß. Ich brauche natürlich noch eine Menge Dinge. Aber vieles läuft tatsächlich jetzt auch einfach auf Zeit. Meine Lagerprobleme hier oben lösen sich quasi von alleine, weil. Oh. Haben sie schon gelöst. Ein großes Lagerhaus ist fertig. Wasser wird bald auf eigenständig großen Wassertank umgestellt werden. Dafür müssen die aber erst mit Getriebe ankommen. Dann brauche ich auch hier die nicht mehr. Dann kann ich auch die Wasserlieferung eigentlich von dem anderen Distrikt einsparen. Dann sind die hier insgesamt nämlich doch recht autark. Lebensmittel. Ich sehe gerade nicht so viel Fläche, wo ich was machen könnte. Hier. Der Bereich würde sich für Landwirtschaft lohnen. Aber auch das, ich glaube, es macht Sinn zu warten, bis wir Sprengstoff haben. Mal sagen, da ihr hier gerade ja irgendwie ich gebe dir hier nochmal ein bisschen mehr Wasserspeicher. In der Dürre sind ja mittlerweile hier auch schon recht viele Einwohner geworden, ne? Wie viele haben wir hier? 18. Normalerweise dürften jetzt aber keine Leute neu mehr kommen. Arbeitslose haben wir auch nicht. Das heißt, wir haben auch keine Arbeiter mehr übrig hier. Das heißt, theoretisch müsste man hier wirklich nochmal drüber nachdenken, die Population zu erhöhen. Schon wieder hier. Das ist doch aber eigentlich gar nicht passieren. Und wo schwappt das denn über? Ich meine, wir können komplett drumherum jetzt hier irgendwelche Deiche ziehen, aber irgendwie
Das schwappt hier, das finde ich doof. Mal ganz simpel gesagt. Gut, das ist kein Problem, was sich nicht lösen lässt. Hier oben habe ich ja schon Fläche geschaffen. Wollte ich das für Bäume nehmen oder für Landwirtschaft? Mach jetzt einfach Landwirtschaft. Dann machst du mir doch mal... die Bäckerei können wir noch sinnvoll verwenden. Bauen. Warte, darum geht es jetzt nicht. Nutzpflanzen. Auch Karotten und Kartoffeln. Machen wir doch erstmal mit Karotten ein. Kartoffeln kommen dann hier hin. Dann haben wir hier ein bisschen landwirtschaftliche Fläche. Reichweite sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Aber wenn hier unten noch theoretisch geht, dann würde ich hier auch nochmal einen Wasserturm hinbauen. Ja, machen wir alles immer heute. Ich habe jetzt so ein paar Dinge vorbereitet und hoffen, dass die Nahrung sich ein bisschen von selbst reguliert und dann passt das schon. Oh, hier kommt nur ab und zu mal Wasser durch. Wenn hier vorne alles abgefangen wird, oder wie ist das jetzt? Ja, okay. Ich so jetzt nicht kommen sehen. Oh. Ja, hier kommt nur ab und zu mal Wasser durch. Gut, ist streng genommen kein Weltuntergang. Du brauchst Arbeiter. Ich habe hier keine Arbeitslosen. Toll. Ich brauche noch Platz. Wir haben auch noch Jungtiere, die kommen von alleine ran. Gut. Ich würde auch mal sagen, machen wir jetzt hier jetzt Schluss. Ist ein guter Standpunkt. Also wir haben ordentlich was geschafft. Ich habe einiges vom Spiel verstanden. Könnte man natürlich insgesamt, mein gesamter Spielstil hier könnte natürlich nochmal optimiert werden. Oh, hier, guck mal, hier ist auch schon wieder Platz für Dinge. Wie wäre es mit, nicht Bäume, Büsche, Nutzpflanzen. So. Nochmal Fläche genutzt für Karotten. Theoretisch könnte ich hier auch noch. Weizen mache ich hier. Wie läuft denn unsere Mehlproduktion?
Wir haben definitiv eine Menge Weizen. Das heißt, die Mehlproduktion läuft eigentlich gar nicht. Weil keine Anleitung ausgewählt wurde. Sind wir wieder bei dem Spiel, ne? Ja. Cool. Wie gesagt, hier Feierabend. Speichern. Stream. Speichern. Hauptmenü. Enden. Oh. Gott, war schon wieder mal wieder deutlich länger als erwartet. Richtung YouTube sage ich mal schon mal die ersten Abschlussworte. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Und schaut natürlich auch gerne mal live dabei. Also schaut mal gerne live mit vorbei, wenn ihr dabei sein wollt. So, Link müsste in der Videobeschreibung sein, außer ich habe es mal wieder verpeilt, aber das passt schon. Ciao.